Vielleicht überlegen Sie gerade, Ihre erste Webseite erstellen zu lassen oder Ihre bestehende zu verbessern? So oder so, Sie sollten dazu die wichtigsten Dinge über Webdesign kennen. Und keine Angst, es dauert keine 3 Minuten. Auf den Punkt gebracht, bildet die Webseite das Zentrum aller Online-Marketing-Aktivitäten. Betrachtet man die Marketingkanäle, haben diese nur eine Funktion, Besucher zur Internetseite zu führen. Dabei ist es die Aufgabe der Webseite, die Besucher zu Kunden zu machen. In der Marketingsprache heißt das Conversion. Eine schlechte Webseite trägt dazu bei, mehr Geld in unrentables Marketing zu verschwenden. Sie brauchen nicht noch mehr Besucher, wenn Sie diese nicht zu Kunden machen können. Also, je besser Ihre Webseite ist, desto mehr Besucher werden Kunden. Es ist ganz egal, ob Sie Dienstleister oder Handwerker sind oder Häuser bauen. Viele Anbieter in unserem Geschäft bezeichnen sich als Webdesigner. Die meisten bedienen lediglich Baukästen und haben wenig Ahnung vom Programmieren. Natürlich, ohne viel Planung können Sie so schnell eine Webseite für Sie kreieren, mit vielen Informationen, Fotos und Kontakten. Aber die Frage ist das der Weg, um aus Besuchern Kunden zu generieren? Ist es das, was Sie brauchen? Die Antwort ist einfach. Nein, Sie brauchen einen Profi, der sich richtig gut mit Webdesign auskennt. Nun, und hier kommen wir ins Spiel. Wir teilen Webdesign in 7 Phasen. Phase 1, Analyse. Der erste Schritt besteht immer darin, zunächst Informationen zu sammeln, alles über den Zweck und das Ziel und die Zielgruppe zu erfahren. Phase 2, Planung. Ein Plan enthält Lageplanung der Seite, die Seitenstruktur und die Technik, die eingesetzt werden soll. Phase 3, Design. Wir fokussieren die Anordnung und Verteilung der einzelnen Inhalte, definieren, wie der Besucher mit der Seite interagiert für eine bestmögliche Benutzerfreundlichkeit. Phase 4, Inhalt. Ein extrem wichtiger Prozess ist die Wahl der richtigen Texte, Fotos und Videos. Alles wird optimiert, nicht nur für den Besucher, sondern auch für die Suchmaschine. Phase 5, Umsetzung. Hier wird Ihre Seite konkret im aktuellen HTML5 und CSS3 programmiert, mit Unterstützung von Datenbanktechniken, sofern benötigt. Die Seiten sind responsiv und somit für Smartphones und Tablets geeignet. Phase 6, Testen. Wir testen die Seite hinsichtlich der eingesetzten Technik und Skripte mit allen gängigen Browsern und checken nochmals, ob sie das Anforderungsprofil erfüllen. Phase 7, Einsatz. Nachdem Ihre Seite freigeschaltet wurde, ist unsere Arbeit noch nicht beendet. Wir beobachten Ihre Seite weiterhin und beseitigen sofort eventuell auftretende Fehler. Und wenn von Ihnen gewünscht, kümmern wir uns auch um zukünftige Wartung und Updates. Wie Sie gesehen haben, ist Webdesign ein sehr komplexer Vorgang. Aber wir sind überzeugt, genau so muss es umgesetzt werden. Unsere Kunden stimmen dem zu. Und wenn Sie unsere Leidenschaft für qualitativ hochwertige Webseiten teilen, dann lassen Sie uns in Verbindung treten.